Fritsche Welt, Freunde. Wir werden heute das Thema wieder Rezo wieder behandeln. Immer noch. Also es geht schon wieder um die CSU. Immer das gleiche Thema bei Ihnen. Okay, gut, klar, Laschek etc., dass der Scheiße baut und Krisengebiete so. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber mir kommt es eher halt so vor, dass der Liebe irgendwie mehr Patte vielleicht von der CSU, Grün, keine Ahnung bekommt und extra ein bisschen Wahlpolitik für die anderen Parteien zu betreiben und die anderen Parteien gar nicht zu hinterfragen. Sage ich euch ganz ehrlich, ist so. Ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr natürlich dazu denkt. Wir schauen jetzt mal rein, was der liebe Rezo da mit seinen komischen blauen Haaren natürlich... Media-Team zu dem Zeitpunkt literally schon Bilder auf Social Media gepostet, schön mit Gummistiefeln im Wasser. Die hat er nämlich vorher gemacht in einer anderen Stadt, während die bei der Krisenbesprechung anderthalb Stunden auf ihn gewartet haben. Da hat er vorher auch noch ein exklusives Video-Interview vor den Fluten gemacht, mit der Bild-Zeitung, deren Ex-Chefin seine PR macht. Da sagen jetzt viele Leute zu Recht, weiß ich nicht, Digga, muss das... Aber das war nicht das einzige Problem mit Armin Laschet beim Hochwasser. Nicht mal das einzige Problem am selben Tag. Denn er fiel damit auf, dass er völlig widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Am Vormittag kam eine Nachricht, dass Laschet bei bestimmten Klimamaßnahmen bremst und diese Maßnahmen nicht möchte. Mittags sagte er dann in einem Interview: Wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen konfrontiert werden. Und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen. Und nachdem er dann diese politische Forderung zum Klima gestellt hat, sagte er dann ein paar Stunden später bezüglich Klima: Ich glaube, als erstes ist auch jetzt nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Bro, was jetzt? Wie wär's, wenn du einfach mal einen richtigen eigenen Standpunkt hast? Aber das war nicht mal sein größter Skandal beim Hochwasser. Denn einmal, als der Bundespräsident gerade eine Rede gehalten hat und literally gerade über das Leid der Menschen vor Ort sprach, hatte Laschet eine sichtlich gute Zeit. Also er hat da... Ja, also ich meine, klar hat er recht. Der Laschet, der kann nicht im Krisengebiet, kann er das nicht machen. Fotos etc. Aber da gab es auch eine Bildreporterin, die genauso einen Scheiß gebaut hat etc. Da will ich gar nichts gegen sagen. So. Aber mir kommt das vor, ganz ehrlich mal... Der ist gekauft von der SPD, Grün oder sowas halt, weil er jetzt genau vor dem Wahlkampf genau nur gegen die CDU in der Video macht und die anderen Parteien komplett, die machen genauso viel Bullshit etc. überhaupt nicht erwähnt. Also tut mir leid, für mich ist es eine gekaufte Sache. Das stelle ich auch so dar, weil sonst würde man ja alle Parteien einfach mal kritisieren, weil da gibt es genug Sachen, wenn man da gräbt. Also Rezo, ganz ehrlich mal auch an dich, such dir was anderes und färb dir endlich deine Scheißhaare mal nicht blau, sondern mach mal eine vernünftige Farbe rein und dann kann man da einfach mal im Ganzen mal diskutieren als sowas. So Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, diesen Kanal natürlich abonnieren und die Glocke betätigen. Euch noch einen schönen Tag, ich bin raus.